amarantrote Wände. Amanda Johnson. Müsstest du vielleicht mal vorlesen? Auf gar keinen Fall. Okay. Okay. Bonjour. Ich würde gerne dem doch recht schlichten Haus. Wenn du nicht vorlesen willst, dann bist du ruhig. Ich würde gerne dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambient. Ich glaube, ich lese das einfach. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich fast vergessen. Könnten Sie auch die kaputten Steckdosen reparieren? Ach, merci im Voraus, Amanda Johnson. Klar doch. Die Alte sollte sich mal entscheiden, was sie will, einen Maler oder einen Elektriker. Ich habe noch nie einen gesehen, der beides gleichzeitig macht. Die will mich auch noch. Die hat du hast einen Pinsel bekommen. Das ist doch kein Pinsel. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Das ist eine Rolle. Das ist eine Malerrolle. Mhm. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Vielleicht kriegst du nur so einen kleinen Pinsel. Oh, stell mal vor, du kriegst nur so einen kleinen Pinsel, Alter. Ich kann das jetzt nicht tun. Okay, ich geh mal rein. Das ist wenigstens offen und trotzdem zu. Das finde ich echt gut. Das ist cool. Ja. Du gehst hier so ins Wohnzimmer. Hier ins Bad. Ich hatte auch mal überlegt, mir im Wohnzimmer tatsächlich Real Talk eine Glastür, Schiebetür einzubauen. Ja. Problem ist, meine Hunderasse würde das, würde nicht lange überleben. Mhm. Das ist bei dieser Rasse einfach nicht machbar. Die sind ein bisschen zu wild. Okay. Irgendwann mal, vielleicht. Wenn sie alt werden. Was machst du mit dem Ball? Ich hab aufgeräumt. So. Spiegelt der Spiegel hier? Nein, leider nicht. Ich bin ein Vampir. Ja, hier ist Steckdose reparieren. Was? Wo? Da, rechts! Und montieren. Neben dem Bett, glaube ich. Was? Ja. Was haben die getan? Steck erst noch was rein. Ich will wissen, was passiert. Warte, erst losschrauben und dann was reinstecken. Das sind das für die richtig tapfer. Dann jetzt was reinstecken. Was? Leute, das war's schon? Ah, okay. Da musst du was dran halten. Dann. Nein, auf keinen Fall. Bitte nicht. Bitte nicht nachmachen, außer ihr seid Elektriker. Oder Maler, ne? Haben wir ja gelernt. Maler und Elektriker. Ja, natürlich. So macht man also eine Steckdose. Oh Gott, jetzt stell mal vor, du musst 20 Steckdosen machen. Und fertig. Ja, ist schon mal auf jeden Fall schöner als vorher. Mhm. Gott. Was läuft denn in denen eine Sippe aus dem Bett, wenn das so ausschaut? Lol. Da ist ein richtiger Flüssigkeitenverkehr in diesem Schlafzimmer. Ja, bei dir auch, oder nicht? Immer. Also als ich letztens bei dir angerufen habe, meinte dein Nachbar irgendwie, bei dir wäre Hochwasser. Aber immer nur, wenn wir aufgenommen haben. Ist immer kurz darauf. Lol. Das heißt, das letzte Mal bei Tomb Raider. Ja. So, die ist schön weiß und die andere war gelblich. Okay. Ja, dann hätten wir hier Schlafzimmer repariert, dann gehen wir wieder. Ciao. Oh nein, streiche mit den Farben. Amarantfarbenes Abenteuer und Grau. Okay. Amarantfarbenes Abenteuer. Größe? Oh. Lol, es gibt Größen. Ich kaufe mal... Oh lol, ist das ein Eimer. Ich stelle mal hier einen hin und hier und einen auf Reserve hier. Und dann kaufe ich noch einen in Grau. Auch in L. In was für einem Muster schreist du hier? Ohne Witz, Challenge Time. Du machst eine pink und eine grau. Und das die ganze Zeit in so einem Zebra-Look weitergeht. Nein, das schaut scheiße aus. Doch. Ich habe schon einen Plan. Time. Oh Gott, okay. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Ich gehe da mal nach Hause. So. Oh, das wird voll schön. Guck mal. Oh, das Geräusch ist halt auch so. Oh Gott. Ja. Das ist doch komplett für den Arsch. Nein, ich hoffe, das geht am Ende schneller. Stell dir mal vor, du machst das 100 Mal. Da
Da ich meine, in echt würde ich mich freuen, wenn es so schnell geht. Um mal ganz ehrlich zu sein. Ja, true story. True story. Was passiert, wenn man öfter streicht? Wird es dunkler? Nee. Wird einfach nur fester. Wahrscheinlich, wenn man was drunter hat, eine andere Farbe. Dann wahrscheinlich. Kann sein. So. Das ist der Plan. Jetzt will man gleich sehen, was ich vorhabe. Mein Masterplan. Aber eigentlich streicht man erst mit einer Farbe fertig und wechselt dann, ne? Ja, ansonsten nimmst du halt zwei Rollen, ne? Aber im Prinzip streicht man erstmal mit der einen Farbe fertig, ja. Ich glaube, einer von den großen Eimern hätte gereicht. Oh! Alter! Das ist so ein widerlich lautes Geräusch. Streiche schneller, streiche zwei Wände gleichzeitig. Du verschwendest keine Farbe beim Streichen von Wänden. Ja, nice. Boah. Ich würde sagen, wir streichen schneller. Super schnelles Streichen. Echt? Ja. Okay. Das mit den mehreren Wänden kann man sich dann immer noch holen. Wir haben viel zu viel Farbe gekauft. Ich hätte nicht gedacht, dass es so reicht. Nie im Leben. Hä, hält die Farbe jetzt auch länger oder bin ich doof? Ich... Keine Ahnung. Was du mir da gerade erzählen willst. Aber jetzt muss ich mal kurz schauen, wenn ich jetzt mal auf Grau umsteige. So einfach Grau drüber. So, man sieht, was ich vorhabe. Ich glaube, das schaut ganz gut aus am Ende. Naja, du setzt quasi die Akzente mit dem Grau. Hätte ich ja jetzt mal drauf gewettet. So. Aber Real Talk, guck mal nochmal zum Kühlschrank. Sekunde. Ich hätte das Pink neben dem Kühlschrank hätte ich noch weggemacht. Hier? Nein. In dem Eck? Das, nein, rechts daneben, neben dem Kühlschrank. Was da? Ah, ich verstehe schon, warum. Ja. Doch, ich kann verstehen. Nee. Oh, hier ist auch noch. Oh nein. Mhm. So. Okay. Dann hier nochmal. Zwei Wände gleichzeitig streichen wird natürlich dann auch gleich interessant werden. Ja. True. So. Warte, Nase juckt, so. Klar. Ist ein ganz böses Zeichen, wenn meine Nase juckt, passiert gleich was Schlimmes. Echt? Jo. Aber in dem Spiel kann man nicht sterben, soweit ich weiß, also ist alles gut. Klar. Wenn jetzt gleich was passiert, dass ich hier umfalle oder so, dann... Das ist eine Farbvernichtung wahrscheinlich, das ist giftige Farbe. Dann bin ich in 5 Stunden bei dir. Okay. Obwohl, nee, 4 BMW-Stunden haben wir gelernt. Und im Notfall bist du in 2 da. Ja, wie soll ich das denn machen? Fährst rückwärts, Vollgas. Nee. Tatsächlich, ein Kollege von mir hat beim TÜV, kann man sagen, gearbeitet, in der Werkstatt. Und die haben halt immer Testfahrten gemacht und dann haben die mal das Auto von einem Kunden genommen. Also kein Witz, Vorsicht. Alter. Die haben das Auto von einem Kunden genommen, streiche zwei Wände gleichzeitig, mach ich jetzt mal. Und haben probiert, wie lange man rückwärts fahren kann und wie schnell man rückwärts fahren kann. Man kann so 70, 80 rückwärts fahren. Aber er hat gesagt, dass dann irgendwas hat es ganz böse verbrannt gerochen im Auto. Ja. Und am Ende. Finde ich natürlich auch heiß, einfach so mit dem Kundenauto. Aber ja. Ist schon hart asozial, keine Frage. So, ich denke fast, dass wir es gleich haben. 88%. Boah, ich habe ja mehr Grau verwendet im Endeffekt als lila, Amarantrot. Amarantfarben des Abenteuer, ja. Ja, ich abenteuer dir gleich eine. So, hier einmal. Deswegen kann man auch öfter streichen, wahrscheinlich, weil dann die Farbe noch so durchkommt. Da kannst du voll die krassen Kombinationen machen. Wahrscheinlich. So.
Das wäre jetzt so meine. Das ist aber scheiße. Warte mal, wenn man hier vielleicht noch Pink reinbringt. Was sagst du dazu? Nee. Irgendwie absolut nicht, ne? Nicht, nein. Dann lieber Grau. Also wenn dein Bauchgefühl dir sagt nein, dann hör einfach drauf. Aber so finde ich es geil. Das ist voll okay. Ja, aber hier habe ich noch vergessen, das Äußere zu machen, glaube ich. Wieso steht da ein Sofa drin? Weil die es können. Weil die es einfach können. Ich habe viel zu viel Farbe gekauft. Und schon wieder die Glotze schräg, Alter. Ja, gar nicht wahr. Ach so. Mhm. Weißt du was, wir tun denen einen Gefallen? Und stellen ihn auf den Tisch. Ja. Nein, geht doch. Es geht doch, es geht. Wo? Oder warte. Alter. Und beim Kochen. Zwar nicht besser, aber... Du kannst dich hier an den Herd stellen und kochen und nebenbei hast du den Fernseher hier. Ist für die Elektronik geil. Mhm, absolut. Und wenn das Öl dann mal spritzt, ist die Glotze im Arsch. Geil. Vors Fenster, nice. Kann ich Fenster sauber machen? Nee, muss ich nicht. Okay. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist wunderschön geworden. Ich komme gleich wieder, ne? Okay, ist gut, ist gut. Der Raum ist fertig, soweit ich weiß. Das ist halt alles so grau und monoton, aber... Hier ist so ein bisschen... Oh, der ist ja süß. Oh Gott, guck mal. Schläft der Bär. Ja, ansonsten denke ich, haben wir es geschafft. Dann würde ich den Auftrag gleich beenden. Oh, der PC steht schief, das geht ja mal nicht. Muss ich aber mal los. Wo sind wir denn hier? Nee. Wo sonst noch irgendwas, was hier ein bisschen Ordnung braucht? Schaut gut aus hier. Die Obstschale kann man eigentlich in die Mitte stellen. So. Schau mal kurz nochmal durch den Katalog, bis Zeitex wieder da ist. So. Macht man denn das hier? Türen? Nein, Türen braucht man keine. Anschlüsse? Eigentlich auch nicht. Haben die alles? Fenster. Oh. Leitern und Gerüste. Oha. Tür. Ja, haben wir gerade schon. Wände. Oha. Okay, man kann sich richtige Tapeten und so holen. Fliesen. Zierleisten. Tasse. Eine Tasse. Auf. So, ein bisschen Dekoration. Was gibt's denn noch? Teller. Teller könnten wir suchen. Teller. Oh, der ist cool. Der ist richtig cool. Dann ein Rot, das in die Küche passt. So, was könnte man noch machen? Wir könnten hier auf Survival. Oh! Okay. Darf in keiner normalen Wohnung fehlen. Das ist wichtig für jedes Wohnzimmer. Absolut klar. Nein, natürlich nicht, aber. Heilige. Trophäen. Schrank für Trophäen. Zubehör. Energy Drinks. Sizzle. Bücher. Zelt. Oh, was man da alles holen kann. Whiskyglas. Weißt du was? Ich kaufe viele. Ja. Die sollen auch was davon haben. Das ist ja keine einsame Wohnung hier. Was gibt's denn noch? Möbel? Hm, ja, da brauchen sie eigentlich nichts. Esszimmer. Büro. Boah, das ist aber auch futuristisch hier, wenn man das anschaut. Sessel, Data Prince. Aber vielleicht, wenn man mal nach Bild sucht. Ich kann das jetzt nicht tun. Da würde man dann quasi auch, wenn ich was hochladen würde, das Bild finden. Bild Armor. Skizze von Pferd. Oh, was könnte man in die Küche tun? Bildfusion der Farben. Oh, ist halt teuer. Bildlilie. Bildberührung. Yo, das kommt in die Küche. Oh, irgendwas Einfaches vielleicht.
I was playing House Flipper before I was cool. Ja, wie schaut denn das aus? Large. Kostet natürlich nochmal mehr, ist ganz klar. Oh, was? Übertreib, Junge. Aber das wird voll gut hier reinpassen. Das passt richtig gut. Oh nein. Ich müsste das eigentlich schon holen. Oh nee, die haben mich nicht dafür bezahlt. Ich verschwende sonst Geld. Dann würde ich sagen, der Zeitix ist noch nicht wieder da. Wir gehen trotzdem mal raus und beenden den Auftrag. Das werde geschafft. Wir kriegen 1169,70 Euro. Boah. Jetzt bin ich mal auf die Fotos gespannt. Boah, dieser Unterschied, also bitte. Wie Tag und Nacht. Mein Arbeitszimmer ist... Oh Gott. Mein Arbeitszimmer ist meine Visitenkarte. Es sollte schick sein. Okay. Jo. Dann mach es mal schick. Ah, da ist er ja wieder. Hast du gerade noch gesehen, was ich geschafft habe? Du hast noch ein Bild irgendwo aufgehangen. Jo. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Jo. Jetzt verkaufe ich mal diese hässliche Tür hier. Mhm. Bei 150. 150. Wer braucht schon eine Tür? Die können wir eigentlich auch gleich verkaufen, wenn wir ehrlich sind. Kauf diese ranzige Tür und dann noch für 150. ja, stimmt. So. Ich würde die Küche jetzt mal komplett wegmachen. Jetzt müssen wir erstmal eine Tür suchen. Tür. Ja, die Cyberpunk. Ist es. Nein. Türen. Was ist denn eine Haustür mäßig? Das finde ich cool, sowas. Die ist natürlich auch cool, ist aber eine Badezimmertür. Die finde ich egal. Geil, aber die kostet einen Haufen, die nehmen wir. Nur weil die Badezimmertür dran schreiben, heißt es ja nicht, dass du die fürs Badezimmer nehmen musst. Das war... Oh, du hast unten so Lüftungsschlitze, guck mal. Oh, das ist geil. Oh, lol, man kann jedes Ding ändern, wenn man will, einen Rahmen. Noch. Andern. Andern. Was? Ich habe ändern gesagt, nicht? Du hast andern gesagt. Echt? Mhm. Oh, da kann man die Schlitze ändern. Bin mir ganz, ganz sicher. Ach du Scheiße, man kann die Griffe ändern. Mhm. Was nehmen wir denn? Gute Frage. Ist das oben durchsichtig oder ist das Holz? Nee, das ist einfach nur eine Farbe. Man kann von jedem Kästchen die Farbe ändern, wenn man will. Nein, ganz oben meine ich. Ist das oben durchsichtig? Ah, okay. Das ist auch Glas. Glas, doch, es ist durchsichtig. Ah, okay. There we go. Ja, ich würde es so machen, Glas tatsächlich. Ist schon ich würde oben und unten Glas machen. Aber das ist ein Klo, Junge. Es ist ein Klo. Hey, wieso machst du das ins Bad? Ja, das kommt an die Badtür. Ist doch egal, Glas. Du wohnst allein. Ich find's so ist schön. Ja, dann lass es halt so. Drehen. Sicher? Ah ja, doch. Ja, ich sehe schon warum. Oh nein. Das ist schon richtig so. Nein. Noch ein nach vorne. So. Ja, genau. So, ja. Sicher? Natürlich. Mann, der Rahmen guckt doch auch bei dir, bei der Tür ein Stückchen nach draußen. Natürlich. So wird der doch befestigt. Ja, so ist richtig. Jetzt machst du sie auf. Okay. Tada! Was du nicht bedacht hast, wo kommt dein Waschbecken hin? Hast du das gesehen hier? Ach nee, siehst du das? LOL! Da ich die nicht wieder bewegen kann, wahrscheinlich muss ich die jetzt verkaufen. LOL. Hey, das macht aber keinen Sinn. Dann siehst du doch den Boden. Ja, Pest oder Cholera, ne? Glaube ich. Tja, dann muss es jetzt so sein. Sehr geil. Ja, ist aber schon übel. Das ist schon sehr, sehr schwach. Oh, man kann da wirklich durchschauen. Dann kommt man hier rein. Aber ganz ehrlich, da hast du schon recht. Das kann sowas von weg. Hier die Dusche. 3,39 Euro übrig für die Dusche. Ich habe mehr für die scheiß Tür bekommen. Das Klo ist aber eigentlich, weißt du was? Nee, ganz ehrlich, alles weg. Einfach den Spiegel entfernen. Die Heizung habe ich eingebaut, die kann man... Das, pff, ganz ehrlich, was ist denn das? Was ist, wenn du kacken warst, dann zieht der ganze Dunst nach draußen. Die Kettensäge, ja, eigentlich auch weg damit. Tasse, die Kommode, das Bett, ey, wir müssen einfach neu einrichten.
Einfach neu. Die behalte ich. Ich finde es cool, wenn man noch was so von Alten was behält. Den Teller zum Beispiel, den können wir auch behalten. Und den Löffel. Aber die Küche, die ist halt, die hat seine besten Tage hinter sich. Oh, die hätte ich einfach wegwerfen können, das Stück. Lol. Entfernen. Kannst du dir ausmalen, wie schmierig das war?